Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, der macht's schon mal vor, wie man hier fährt. Da folgt gleich noch ein weiterer Zug. Jetzt ist halt die Frage, fahren wir zuerst mit unserer fahrenden Cola-Büchse mit oder machen wir erst dieses Portal hier? Kommt ein bisschen drauf an, wo der Zug ist. Der ist wahrscheinlich hier. Ich würde sagen, wir lassen den mal durch und dann machen wir das Portal. Weil je nachdem kriegen wir da die Gleise wieder nicht mehr schön zusammen. Wir gucken mal. Der fährt jetzt sowieso durch die Mauer durch. Mit dem Kopf durch die Wand. Jawohl, ist unser Cola-Zug. Sehr schön mit Licht. Sehr schön. Ja, vollendet das Ganze. Fast schon. Ja gut, machen wir mal ein Päuschen und kappen das hier mal. Mal gucken, ob wir das nicht so hinkriegen. Wie reiße ich das denn jetzt am besten ab? Ach, Herr Jemine. Wir machen mal. Zack. Okay, zack. Ja, muss ich tatsächlich die Gleise kappen. Okay, jetzt ist die Frage, kriegen wir wieder einen Tunnel hin oder müssen wir nochmal graben zuerst? Nein, wir kriegen einen Tunnel hin. Gut, jetzt müssen wir halt ein anderes Portal nehmen. Was haben wir denn hier unten? Die da. Die da haben wir. Also, da machen wir hier auch die da. Das wäre der da. So, zack. Ein Signal habe ich da, glaube ich, nicht abgerissen. Das müsste eigentlich soweit passen. Die beiden Signale stehen ja noch. Das geht eigentlich relativ einfach, wenn es denn tatsächlich funktioniert. Ja, sehr schön. Okay, wenn man jetzt hier guckt. So, freie Fahrt für freie Züge. Gut, wir lassen wieder laufen. Und jetzt würden wir natürlich eben gerne noch mitfahren. Wo starten wir denn? Hier unten irgendwo? Hier. Moment, jetzt laggt es gerade mal wieder. Kurze Pause. So, läuft wieder. Haben wir noch einen Cola-Zug? Der müsste ja da rauskommen. Gehen wir doch mal gucken. Hallöchen, ist hier noch wer drin? Nein, Tür ist zu, dann war das der letzte. Dann können wir das so machen, dass wir von hier oben, von Frankfurt aus mitfahren. Denn der Zug müsste demnächst hier ja eintreffen. Wenn man es genau nimmt, das ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn raus? Nee, der fährt ja nicht nach Frankfurt. Was erzähle ich denn? Da ist er doch. So, einen Tag Pause mit aufnehmen und schon habe ich wieder Orientierungsschwierigkeiten. Von hier hinten, dass wir von da aus mitfahren, dann gucken wir mal hier. Ja, da fährt gerade einer los. Guck mal an, wir steigen ein und dann machen wir die Strecke mal aus der anderen Richtung. Dann kommen wir unten wenigstens in München dann schön an und wir kreuzen natürlich auch mit den Zügen, die hier noch daher kommen. Sehr nett. Jetzt geht es ja doch ein bisschen durchs Städtchen, aber noch ein bisschen. Rechts sehen wir die Straße von der Kirche, das weiß ich noch. Da habe ich noch rumgebastelt. Ich finde die Straße nach wie vor nicht unbedingt sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sollte man sich vielleicht doch nochmal ansehen. Während sie hier unten tatsächlich schon wieder bauen. Wunderbar. Eben zwei Züge auf die Strecke und schon wird gebaut. Sagenhaft. So, da ist der andere Kollege. Ich glaube, drei Züge haben wir gemacht. Das heißt, wir hätten die durch, denn zwei sind an uns vorbei und in einem sitzen wir drin. Das müsste dann nach Adam Riese zuvor oder Adam Riese zufolge reichen. Hier haben wir auch so eine Verwerfung. Habt ihr das gesehen? Da ist auch irgendwie so ein Metallteil in der Schiene drin. Komisch. Naja gut, eben. Solange die Züge fahren, sie fahren, dann ist ja gut. Wir haben ja eben bei den Weichen teilweise auch so ein bisschen einen Bug drin, was die Form der Weiche angeht. Von daher, leben wir jetzt mal damit. So, wir haben natürlich freie Fahrt. Ganz klar, das ist unsere Strecke. Die haben wir nur für uns gebaut. Hier vorne, das müsste das neue Portal sein, oder haben wir das schon passiert? Ne, das haben wir, glaube ich, schon passiert, das Portal. Das ist ein anderes, denn hier ist ja nur zweigleisig. Oder passieren wir es noch? Fragen über Fragen. Ich sage, einen Tag Pause und dann weiß man schon wieder nicht mehr genau, was man gebaut hat. Aber hier kommen die Gleise zusammen. Das heißt, das Tunnel ist da vorne. Ja, da wo wir es, da sehen wir es wahrscheinlich gerade. Oder es ist das nächste. Ja, gut, wenn ich mal nicht aufs Tempo achten muss, dann beschäftige mich damit, wann kommt das Tunnel, das wir umgebaut haben. 130 haben wir. Okay, schneller ist er nicht. Das reicht aber auch für die Strecke. Man sieht, der Güterzug ist noch ein Hauch schneller. Der wird wahrscheinlich 140 machen, schätze ich mal. So, aber schön, wenn wir mit dem natürlich parallel fahren können. So, und jetzt hier haben wir das Portal, das wir neu gebaut haben. Man sieht, das passt eigentlich hervorragend. Und im blödesten Moment kleiner Stopper drin. War gerade so schön mit dem Güterzug, der entgegenkam. Ui, das ist aber hier ein Multifunktionstunnel. Links geht es da zum Depot. Hier haben wir dann eine ganz kleine Phase Tageslicht und dann geht es gleich wieder in die Röhre rein und hinten wieder raus und dann sind wir dann aber tatsächlich auch schon interessante Geräusche. Dann sind wir auch tatsächlich schon in der Nähe
hier von München. Einmal um eine Kurve, dann kreuzen wir da unten. Genau, mit der Spanisch-Brötli-Bahn, die da eh gerade rechts wegfährt. Und ich glaube, ich sehe da nochmal so einen Cola-Zug. Dann haben wir eben doch vier. Wisst ihr, was wir hier natürlich noch machen müssten? Wir müssten theoretisch hier den Kollegen von der Spanisch-Brötli-Bahn... Wobei, wo fahren die denn lang? Ich muss mal die Linien haben, weil sonst warten wir natürlich hier die ganze Zeit Ewigkeiten. So, was haben wir hier für eine Linie? Eigentlich gar keine. Wir müssten hier nochmal ein Signal haben. Okay, wo geht es denn in die andere Richtung? Ach, das ist ja ein Rundkurs. Okay, dann können wir natürlich problemlos hier noch ein Signal machen für die Spanisch-Brötli-Bahn, damit wir da freie Fahrt haben. Und zwar machen wir das, klappt mal hier hin. Zack. Und schon kann der fahren. Und ich sehe gerade, hier ist unser... Dingens ist eigentlich eingleisig. Warum das denn? Haben wir hier keine Weiche? Hier unten? Da haben wir doch eigentlich eine Weiche gemacht, denkst du? Keine Weiche. Okay, alles klar. Dann machen wir noch eine Weiche. So, machen wir die Jumbo hier vorne, würde ich sagen. Am besten so, dass sie dann auch funktioniert. Zack, einmal diesen hier. Und mal gucken in die andere Richtung. Da ist die Steigung wieder zu groß. Vielleicht klappt es in die Richtung. Aber nur, wenn wir es richtig machen. So, passt doch perfekt. Okay, dann haben wir das Signal hier und das Gegensignal. Das hätten wir im Prinzip hier oben. Das ist dann ein bisschen nah wahrscheinlich. Wobei, ja, der kommt daher. Ja, jetzt sehen wir es gerade. Das ist zu nah, behaupte ich. Wenn der hier hält oder halten muss, dann blockiert er den hier. Das müsste man nochmal ein bisschen verschieben. Das Ganze, da kommen jetzt kommen alle miteinander daher. Wo haben wir denn das nächste Signal? Ach, das ist ein Tunnel hier unten. Da haben wir keins. Da oben haben wir es. Okay, das müsste eigentlich reichen. Nehmen wir das hier weg. So, ein bisschen rauszoomen. Zack, Schiene gleich mit weg. Kriegt er zurück. Oh, nicht, dass das jetzt nicht geht. Nein. Moment. Ah, da habe ich jetzt mir wieder selber ein Ei gelegt. Statt dass ich nur das Signal abreiße, reiße ich gleich mal noch die ganze Schiene weg. Und krieg's dann nicht mehr hin, dass ich das verbinde. Da war gerade eine Stelle, da hat es, glaube ich, geklappt. Nee, das möchte ich nicht mehr. Okay, dann müssen wir das nochmal ganz neu machen. So, jetzt müsste eigentlich klappen, dass wir da einfach rüber zischen. Und da rein. So, perfekt. Das Signal haben wir korrigiert. Das da oben hat seine Richtigkeit. Das würde ich so lassen. Dann können wir aber hier unten natürlich keins mehr machen bei der Weiche. Da können wir noch eine Doppelkreuzungsweiche draus machen. Ist nichts nützt, schadet nichts. Ja, das passt eigentlich soweit. Gut. Kannst du denn nicht fahren? Ach nee, da kommt noch mal einer raus zuerst. Okay. Ja, wenn der dran vorbei ist. Ja, doch. Jetzt dachte ich gerade, ob noch eine Spanisch-Brötli-Bahn daherkommt, aber dem ist nicht so. Dann können wir das jetzt nicht beobachten, aber das müsste eigentlich klappen mit diesem Signal hier, dass die eben da warten. Und jetzt, wo wir doch gerade in München sind, ich würde hier gerne eben noch eine weitere Strecke machen. Und zwar, jetzt ist halt die Frage, wohin? Wir gehen nach hier oben. Und wir gehen nach Frankfurt, werden wir wahrscheinlich auch fahren. Also das würde mich wundern, wenn wir hier nicht eine Linie hätten, die schon nach Frankfurt geht. Aber man kann sich natürlich auch mal täuschen. Ja, okay. Direkt Frankfurt, München. Alles klar. Wenn wir hier lang gehen, da haben wir sogar eine Brücke hier rüber gezogen. Aber wir gehen wahrscheinlich nirgends nach da oben. Also nach Dorfhain oder so werden wir nicht fahren. Mit einer Direktstrecke. Nach Stuttgart geht sowieso auch. Und dann geht es natürlich weiter, je nachdem mit dem gleichen Zug. Das weiß ich nicht mal. Oder umsteigen dann nach Alt-Gallo. Aber eben, hier oben. Dieses Städtchen, Dorfhain. Da haben wir freie Gleise. Wir haben eine Piste hier runter. Wir könnten diese Weiche, je nachdem, diese Brücke. Ja, nee, die würde ich nicht mitbenutzen, weil ihr seht selber, das ist halt wieder die Spanisch-Brötli-Bahn. Da würden wir deren die Quere kommen, beziehungsweise die würde unserem Zug in die Quere kommen, weil ein bisschen schneller als die Spanisch-Brötli-Bahn, behaupte ich mal, wären wir dann schon. Allora, wenn wir das so machen, dann nehmen wir hier Gleis, würde man sagen, eins von der Seite natürlich, wäre naheliegend. Die sind aber alle belegt, das heißt, wir bräuchten ein neues. Oder wir nehmen diese Gleise, um hier rauszukommen. Viel kriegen wir hier sowieso nicht mehr hin. Dazwischen, da ist die Fabrik und der Bahnhof ist am Weg. Wir müssen diese Gleise nehmen, dass wir hier so rausgehen. Hier eine Weiche machen und dann auf ein eigenes Gleis rausgehen. Mal gucken, ob das reicht hier. Ja, 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 Kollision, Kollision. Wenn er von der Seite her kommt, wie sieht es dann aus?
Da kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir. Hier müssen wir doch reinkommen. Moment, ich versuche es mal so nochmal. Doppeltes Segment. Aha, was auch immer uns das sagen möchte, das klappt so nicht. Komischerweise. So müsste es doch klappen, wenn wir das so machen. Hier rausgehen, das ist immer eine Weiche. Sonst machen wir es mal hier oben. Geht auch nicht. Wenn wir eine Kollision haben, dann eine richtige. Wie sieht es hier aus? Geht überhaupt nirgends. Ist hier was im Weg? Haben wir hier ein Stück Schiene vergessen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich hier rausgehen. Aber dann fahren wir eben doch. Ein Stückchen zumindest auf der Spanisch-Brötli-Bahnstrecke. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, dann hier lang. Wir können ja mal schauen, ob wir hier rauskommen. Hier geht's. Okay, dann gehen wir hier auf eine separate neue Brücke. Dann können wir die hier stehen lassen. Und hier diese Gebäude, die können wir tatsächlich auch stehen lassen. Das ist natürlich dann eh auch nett. Also einmal in die Höhe. Mal gucken, ob es reicht für eine Brücke. Und dann wollten wir, ja, im Prinzip hier hoch und da nach Dorfheim. Ja, das könnte eng werden, würde ich mal behaupten. Dass das noch für eine Brücke reicht. Zumindest, wir bräuchten natürlich eine Brücke, die Schiffe durchlässt. Das sieht man hier. Und das werden wir so nicht packen. Das können wir gleich wieder wegmachen. Und neu testen. Habe ich denn das richtige Gefälle gehabt? Das weiß ich gar nicht. Ja, schauen wir. So, hier weiter. Nein, falsches Gefälle. Völlig falsches Gefälle. So, das könnte sogar klappen, wenn wir jetzt eben hier schon in die Höhe gehen. Und hier weitergehen. Jawohl, dann müsste man hier eigentlich eine vernünftige Brücke hinbekommen. Würde ich mal meinen. Gerne bis nach hier vorne. Okay. Und hier rüber. Und eine Brücke haben wir. Das Problem ist halt ganz einfach. Man sieht, ja, hier kommen wir mit den Schiffen nicht mehr lang. Wir kommen aber hier in der Mitte mit den Schiffen lang. Deswegen würde ich das glatt lassen. Machen wir hier eine schnelle Brücke. Zum Beispiel die. Die haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Wir haben oft die mit dem Geländer. Jetzt machen wir mal die. Und dann wären wir schon hier hinten. Sind wir halbwegs gerade, sodass das eine gewisse Optik hat? Jawohl. Sind wir eigentlich. Kaufen wir. Sehr schön. Nehmen wir das zweite Gleis noch mit. Wir werden hier wahrscheinlich mehr oder weniger eingleisig verfahren. Oder nee, machen wir nicht. Wir machen zweigleisig, wenn wir können. Indem wir hier rausgehen. Beziehungsweise das machen wir wahrscheinlich besser von der Seite aus. Jawohl, dann kommen wir hier nämlich auch raus. So, und den Rest müssen wir dann eben wieder mit Signalen natürlich versehen. So, ja, das müsste klappen. Na, Schiffchen? Doch, doch, du passt hier unten durch. Wenn du da bei der Holzbrücke unten durchkommst, dann kommst du auch hier unten durch. Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. So, schütten wir hier doch gleich wieder auf. Okay, und jetzt müssen wir da weiter vorne dann natürlich gucken. Wie kommen wir da weiter? Wie sieht das aus? Hier haben wir ein Gleis. Ja, welche Überraschung. Hier könnten wir vielleicht... Ja, das wird eher eng. Hier kommen wir nicht unten durch. Das wird nicht klappen. Wenn wir hier lang gehen, wir kommen hier aber auch nicht auf eine Brücke. Das heißt, wir müssen unter die Erde und dann kommen wir hier wieder nicht mehr raus. Das ist alles nicht so ideal. Vielleicht doch eher eine Kurve und dann gucken, ob wir hier unten durchkommen mit der Straße zusammen. Hier kämen wir durch, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu weiter unter... nicht Unterschied, aber ja, ein Umweg halt. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier lang gehen? Das würde mit dem Gleis mal gehen. Und das würde wahrscheinlich auch mit einem zweiten Gleis gehen. Wir testen es mal. Ja, das klappt. Gut, dann machen wir hier eben eine entsprechende Kurve. So, die wäre dann meinetwegen so. Und das kappen wir hier natürlich nochmal. Und das würde dann in die Richtung gehen. Moment, das bauen wir mal bis hier hin. Mit, machen wir mal die 100 km/h voll. Das kommt weg. Dann haben wir zwar nicht einen geraden Weg da hoch, aber wenigstens einen schönen und auch einen, den wir eben sehen, weil wenn da ein Tunnel ist, was dann wieder bis zur Stadt reicht, das kann es natürlich nicht sein. Jetzt schnell gucken, linkes Gleis, das ist okay. Dann kannst du mal mitkommen und hier rein und dann klappt das nämlich auch schon. So, sehr schön. Hier bauen sie ja wahrscheinlich eh noch auf der Seite und sonst, ja, bauen wir dann eben. Hier bleibt nichts unbenutzt auf der Map, würde ich mal sagen, zumindest so lange, wie wir eben hier spielen können, solange wir Performance haben. Und im Moment sieht das eigentlich immer noch relativ sehr gut aus, finde ich. Obwohl wir doch schon, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber ja, 80 Folgen plus minus haben wir, glaube ich. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir nähern uns den 100 Folgen. Und dafür läuft es eigentlich immer noch erfrischend gut, würde ich mal sagen. So, wir nehmen dich mit, gehen hier hoch.
hier rüber. Das war eigentlich eh schon relativ cool. Ja, machen wir glatt mal. Okay, dann haben wir so eine Mischung aus der Straße folgen und eben doch selbstständig im Prinzip den Kurs bestimmen. So, hier hoch. Aha, und da sieht man, wenn wir es so machen, so kämen wir um den Tunnel rum, so kommen wir in den Tunnel rein. Dann ist die Frage, ja gut, wenn wir hier oben wieder rauskommen, dann ist dieses Tunnel herzlich willkommen. Kein Ding. Jetzt haben wir hier zwei Gleise, das heißt, wir könnten hier eigentlich das Schwarzkopftunnel machen, von den Portalen her. Aber ich würde gerne hier so eine Art, ja, eher was Bergiges eigentlich haben. Kaufen wir mal. Das zweite Gleis nehme ich mal stark an, sollte sich nicht groß wehren. Ja, das klappt auch perfekt. So, jetzt sind wir schon hier oben. Jetzt heißt es schon mal kurz gucken, wo wir hinwollen. Hier haben wir den Bahnhof, da haben sie ein bisschen zugebaut. Hier haben wir eine Brücke im Weg. Eigentlich wäre es ganz nett, wenn wir hier unter der Brücke durchgehen würden und dann vielleicht hier lang. Völlig egal, wie schnell wir sind, dass wir das so machen. Was haben wir hier an Linien? Ja, wie ich vermutet habe, wir haben hier eigentlich noch keine große Benutzung. Auf der Seite auch nicht. Da ist erst ein Gleis gebaut worden zur Reservation. Das klappt also, dass wir das hier nehmen. Ich würde die mal weglassen. Aber mit den beiden gehen wir raus. So, müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Jetzt bauen wir mal von hier aus weiter. Das ist einfacher, wie aus der anderen Richtung kommend. So, irgendwie so hier runter. Und jetzt, wie kommen wir dann da lang? Da müssten wir hier eigentlich schon zu einer Kurve ansetzen. Also, dass wir mal hier hingehen. Und wenn wir dann da vorne zur Kurve ansetzen, ist es wahrscheinlich zu spät. Ich guck mal. Wir können sie ja, wie gesagt, jederzeit abreißen und neu bauen. Ja, wenn wir jetzt hier nicht auf eine Kurve, auf eine Brücke kämen. Wir kommen hier tatsächlich auf die Brücke rauf. Hat aber natürlich auch was. Der Zug passt hier relativ gut unten durch. Weiter runter komme ich nicht. Ich würde das glatt machen. Das hat doch was. So unter der Brücke durch hier in den Bahnhof rein. Das wäre das linke Gleis. Da müssen wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen rüber, damit wir mehr Platz haben. Okay, mal gucken, ob das mit dem zweiten auch passt. Ja, jetzt kann uns eigentlich nur noch die Straße aufhalten, aber hätte sie das gemacht, dann wäre sie jetzt Vergangenheit. Das hat sie wahrscheinlich gewusst und deswegen hat sie es gelassen, hier rein zu pushen. Gut, mal gucken, was die mit der Straße dann machen, sonst helfen wir ihnen natürlich noch ein bisschen. Jetzt nehme ich aber nicht diese Seite, sondern diese. Und dann gehen wir hier straight ahead nach da hinten. Mal gucken, wenn wir es gleich mal verbinden. Wenn es geht, halt ohne Tunnel natürlich. Und das scheint soweit zu klappen. Dann können wir hier noch aufschütten, das hätte was. Aber wir haben hier natürlich auch noch Kollege Damm. Wie würde das denn aussehen? Das hätte eigentlich auch was. Weil es hier der Straße lang geht und man dann hier im Prinzip die Überraschung hat, wenn man um die Kurve kommt und die Skyline sieht. Das finde ich eigentlich relativ cool. So ein Teil, was macht's hier? Ach, hier ist dann, ach so, ja, ja, alles klar, das ist ja unter der Erde, jetzt schnall ich's. Das ist also sowieso nicht so massiv, wie es hier aussieht. Also, das nehmen wir. Das ist gekauft, wo muss ich klicken? Hier vorne, dankeschön. Hier zurück. Und dann schauen wir uns das natürlich noch kurz an, jetzt, was wir hier gebaut haben. Das würde dann also so aussehen. Ist doch wieder einmal mehr relativ interessant. Diese Konstruktion. Cool, und mir gefällt der Damm. Ich finde, der passt perfekt hier hin. Genau an solchen Orten, finde ich, gehört ein Damm einfach auch hin. Gut, wir kommen zum Thema Weiche. Dann können wir nämlich, wenn wir Glück haben, sogar noch mitfahren mit dem Zug heute. Wir haben dieses Gleis hier. Das ist, glaube ich, ein normaler Bahnhof. Glaube ich zumindest. Von wegen, dass wir hier die gesamte Länge ausnutzen können. Ja, ich denke schon. Also, wir gehen hier runter, zurück nach München. Jetzt müssen wir hier mit den Signalen angucken. Weichen brauchen wir hier in dem Sinne nicht. Wir müssen schauen, welches Teil wir hier nehmen. Oder müssen wir noch mit einem Gleis von hier nach da? Moment, schnell schauen. Ja, nee, wir können eigentlich das Gleis hier nehmen, weil wir ja sowieso dieses Gleis hier verwenden. Also dann können wir auch das hier benutzen. Ja, dann nehmen wir das mal. Dann geht das hier rauf. Wir kommen ja rüber, nehme ich an. Hier wird eine Weiche sein. Jawohl, dann kommen wir in das Gleis rein. Kommen in dieses rein und hier geht es dann raus. Okay, dann machen wir die Signale. Die Signale im Bahnhofsbereich, die können wir, denke ich, mal lassen. Die sind, wie sie sind. Die werden ihre Richtigkeit haben. Und sonst werden wir das auch nochmal korrigieren, ganz klar. Jetzt machen wir hier vorne eigentlich auch nichts, weil hier haben wir auch schon die Signale. Das können wir eigentlich auch so stehen lassen, aber hier weiter vorne.
brauchen wir natürlich Signale. So. Einmal diesen, einmal diesen. Dann hätten wir gerne hier natürlich noch ein Signal. Und hier in der Gegenrichtung bräuchten wir auch noch eins. Da machen wir mal nach der Brücke ein Signal hin. Und dann kommen die Blöcke. Keine Ahnung, was wir für einen Zug nehmen. Das sehen wir gleich. Deswegen mache ich die Blöcke mal so, dass wir einen gewissen Abstand haben. Ja, hier machen wir auch noch. Wenn wir schon einen Bahnübergang haben und halt, wenn wir schon einen Bahnübergang haben, machen wir nicht nur ein Signal davor, sondern wir machen auch noch eine Schranke. Jetzt habe ich, glaube ich, wir haben noch neue Schranken. Moment, die hier. Vollschranke RHB. Können wir ja mal testen. Ja, auch sehr nett. Oh, typisch schweizerische mit diesem dreieckigen Licht. Ja, gefällt mir. Lassen wir so. Gut, zurück zum Thema Signale. Wir machen noch mal welche. Nämlich einmal... Ne, wir machen hier im Tunnel drin welche. Zack und zack. Dann geht das hier rüber. Dann hätte ich hier gerne noch mal vor der Straße Signale. Und natürlich auch hier gleich nochmal einen neuen Bahnübergang. Da haben wir noch andere gehabt. Gehören die hier auch irgendwie zur RHB? Ich weiß gar nicht. Da haben wir noch was. Was bist du? Moment. Na, beschrankter Bahnübergang gelb-rot. Okay, können wir mal anklicken. Ja, ist doch auch nett. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Der müsste auch eher neu sein. Gut. Zurück zum Thema Signale. Wir haben hier ein Signal hier oben. Dann können wir hier tatsächlich nochmal kurz einen Block machen. Das heißt, wir können hier auch wirklich viele Züge raufsetzen. Und hier vorne ist dann Feierabend. Da machen wir mal dieses Signal hier im Bahnhof drin. Machen den Block, beziehungsweise das Gegensignal. Jetzt muss ich schnell gucken. Das ist eigentlich eine relativ lange Strecke. Könnte man tatsächlich hier vor der Straße machen. Und dann haben wir da vorne die nächsten. Das ist in Ordnung. Gut. Man lasse uns zur Linieneinzeichnung schreiten in schönem Grün. So, hier nach München und mal gucken, was macht Kollege Spiel. Beziehungsweise wir benennen hier zuerst mal. Das ist dann mal wieder direkt von München. München nach, wie hieß es da? Dorfhain. Dorfhain. Perfekt. Haben wir eine weitere Linie. Und jetzt mal gucken. Ja, hier passt's. Hier wird es zweigleisig. Aha, da benutzt du dann das Gleis. Das ist erlaubt. Geht hier lang, geht hier rüber. Das hat alles seine Ordnung. Schließen wir gleich mal ab, was wir haben. Das haben wir. Jetzt müssen wir aber noch wissen, wo wir den Zug kaufen. Wir haben... Eigentlich haben wir hier ein Depot. Das führt uns aber hier eigentlich genau nicht dahin. Blöderweise. Und ansonsten haben wir hier ein Depot. Wenn man hier so guckt. Ja, das klappt. Da können wir den Zug tatsächlich hier mal wieder in diesem älteren Depot kaufen. Oder wir könnten natürlich hier noch was machen. Dass wir von hier noch rübergehen, aber das tut nicht Not. Wir kaufen den Zug tatsächlich hier unten. Ganz weit weg im Prinzip. In welchem Depot ist egal. In einem von den beiden. Und wenn ich Züge kaufe, dann heißt das, dass ich immer zuerst mal noch schön speichere. Bei Test. Einmal überschreiben. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gucken mal nochmal bei den Triebwagen, was wir hier noch alles haben. Eine TGV-Strecke ist das natürlich nicht. Was ist das hier Schönes? Zweiteiliger Dieseltriebwagen der Raab-Ödenburger Ebenfurter Eisenbahn. Sieht eigentlich auch nett aus. Die würde ich mal im Auge behalten oder mal vormerken. Haben wir irgendwie so einen schon? Ich glaube nicht. SBB 400 S-Bahn. 130 km. Wie schnell ist der Kollege hier oben? Wo warst du? 120, okay. Da haben wir auch nochmal so einen Doppelstock. Auch 130. Ich würde sagen... Also so einen hätte ich schon ganz gerne. Den kenne ich nämlich auch von hier aus der Region. Okay, nehmen wir. Funktioniert sogar. Nehmen den noch. Nehmen den noch. Dann haben wir vier. Dann nehmen wir den noch dazu. Muss ich mal gucken, wie lang sind die. Ja, also der hier definitiv in Doppeltraktion. Und die hier oben, die haben einen Steuerwagen. Das würde ich bleiben lassen. Mit Doppeltraktion. Das können wir so machen. Ich würde sagen, einen nehmen wir noch dazu. Also fünf Züge dürfen das sein. Irgendwie nochmal... Ich hätte eigentlich gerne nochmal was Ähnliches gehabt wie da oben. Den zum Beispiel. Ja, der passt doch eigentlich auch. Vierachsige Teil. Okay, wie lang bist du? Auch, die sind alle 99 Meter, machen alle die 130 km. Das passt hervorragend. Okay, sie würden dann zur Linie.
direkt München-Dorfheim fahren. Und das tun sie auch. Guck mal an. Sehr schön. So, da steigen wir natürlich auch wieder ein. Ja, genau. Ja, sowas fährt tatsächlich immer zusammen mit dem KISS hier an uns vorbei. Sehr schön. Cool. Schöner Zug. Gefällt mir jetzt schon. Wir werden natürlich dann einsteigen. Habe ich ja gesagt. Jetzt lassen wir den aber erstmal ein Stückchen fahren, damit wir den Effekt haben. Im Prinzip, dass wir... Ja, das wird dann eher schwierig, weil hier stehen die Züge. Ich wollte gerade sagen, dass wir den Effekt haben, dass wir eben kreuzen. Das Problem ist einfach, bis der auf seiner tatsächlichen Strecke ist, wird es ein Momentchen dauern. Wenn hier alle blockieren... Stehst du oder haben wir einen Lag? Ne, wir haben einen Lag. Der müsste eigentlich noch fahren hier. Das tut er auch. Warum fährt dann der Kollege nicht? Brauchen wir Kollege Linie. Aha. Also das Eingleisige ist klar. Ist ein Rundkurs. Der müsste doch aber nochmal ein Signal haben. Hat er aber nicht. Wisst ihr was, wir machen hier nochmal ein Signal. Das sind so kurze Züge. Die können hier dicke nochmal ein Signal vertragen. So, jetzt kann er nochmal ein paar Meter fahren. Und eigentlich hier nochmal. Dann haben wir hier nicht so einen Stau. So, weil zurückfahren die da natürlich nicht. Weil es ein Rundkurs ist. Und wenn der sich jetzt hier aus dem Acker oder vom Acker gemacht hat, dann müsste der hier auch durchstarten können. So, damit wir ihn dann sehen in Aktion, in Action. Schön. Gefällt mir sehr gut, der Zug. So, der nächste ist eigentlich ähnlich. Ist eine andere Lokomotive, zumindest von der Färbung her. Ja, jetzt, ich frage mich halt wegen dem Mitfahren. Das wird wahrscheinlich eher eng. Wenn wir nicht den ersten nehmen, dann werden wir nicht mehr mitfahren können. Weil bis die jetzt alle hier aus dem Depot rauskommen, wenn sie da immer wieder stehen müssen, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dass wir die tatsächlich alle in Action sehen. Aber ich möchte auf der anderen Seite natürlich auch diesen einen gelben Zug noch schnell sehen, den wir da noch haben. Okay, der kann wieder losdüsen. Das ist natürlich hier mit der Spanisch-Brötli-Bahn. Also sehr effektiv ist das nicht mit diesem Depot da unten. Das ist klar, aber dafür haben wir einen schönen langen Weg. Wenn wir das Depot genommen hätten, wären wir schneller da gewesen. Da hätte man auch was machen können. Aber ich möchte aus diesem Depot eben eher noch ein bisschen was mit stehenden Zügen dann machen. Das schauen wir uns dann an, wenn wir dann schlussendlich hier noch in den Schönbau reinkommen. Also nicht schlussendlich, das machen wir mal zwischendurch. Aber nicht gleich jetzt. So, das ist also der dritte im Bunde. S-Bahn Zürich, die beste Verbindung zwischen Stadt und Land. Na, das stimmt ja sogar. Wir fahren ja von der Stadt München ein bisschen Richtung Land und Land ist dann eben da oben Dorfhain. So, und hier hinten der gelbe Kollege. Auch schön. Diesef. Okay, wo fährst du hin? Nach Sopron, wo ist das denn? Kenne ich nicht. Okay, sieht aber trotzdem auch nett aus. Ich hoffe, du kannst gleich fahren. Mitfahren werden wir aber mit dem hier, würde ich vorschlagen. Wenn er dann losdüsen kann. Sein Kumpel wartet auch noch. Und der wartet auch noch. Brauchen wir nochmal ein Signal? Ich guck mal. Hier oben. Dampf zum Macht und Tut. Ja, eben, ist halt doch ein Kampf für die, dass sie vorwärts kommen. Wie schnell sind sie? 27. Ja, aber die machen, glaube ich, 45 normalerweise. Der musste wohl auch noch bremsen. Ah, jetzt können wir aber losdüsen. Sehr schön. Dann wünsche ich mal gute Fahrt. Da unten sehen wir noch die Straßenbahn von München. Und wir steigen jetzt mal in den hier ein, haben wir gesagt. Oder in den da hinten, ist eigentlich egal. Ich würde mal sagen, wir steigen mal in den ein. So, mal gucken, ob er... Metronom. Na, das ist ja... Da steigt man mit ein und hat dann gleich so ein Bild. Das ist ja auch nicht schlecht. Das hat sich eh schon zweimal gelohnt, dass wir hier eingestiegen sind. Auch wenn wir jetzt hier halt noch mal ein Momentchen warten müssen. Aber wir könnten ja... Fährt er denn? Doch, der fährt. Da vorne fährt er. Das heißt, wir können auch fahren. Dann müssen wir nicht mehr hüpfen. Ich wollte gerade sagen, wir können ja noch mal einen Zug nach vorne springen. Aber das müssen wir nicht mehr. Vielleicht machen wir es dann doch noch, wenn wir jetzt hier zu lange warten müssen. Weil wir wollen ja eigentlich schon die Fahrt genießen. Von München nach Dorfhain und nicht die Fahrt vom Depot nach München. Auch wenn es natürlich auch eine nette Angelegenheit ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht da oben mit dem Depot, wenn man da dran vorbeifährt. Das haben wir so auch noch nie gesehen, weil das Depot da oben relativ neu ist. Ich steige trotzdem mal kurz aus. Wir können jederzeit wieder einsteigen. Ist ja kein Ding. Ja, der steht auch und wartet.
wir fahren mit dem mit, weil sonst kriegen wir das nicht mehr in die Folge rein. Oder wir sollen wir bei dem einsteigen, weil der fährt gerade los. Ah, nee, dann fahren wir nicht mehr in den Bahnhof rein. Wir warten, bis der weg ist. Da kommt der Cola-Kollege. So, der muss natürlich auch rüber. Der hat auch nicht... Oh Gott, ja, bis wir jetzt da langkommen. Die ganzen Cola-Dosen, wie ich so gerne despektierlich sage, ja, die blockieren uns jetzt hier den Verkehr. Wobei ist ja eh nur einer. Ich dachte, es sind zwei. Dann kann der auch fahren und danach können wir fahren. Weil überholt werden wir von der Spanisch-Brötli-Bahn mit Sicherheit nicht. Die benutzen das gleiche Gleis. Man sieht, da unten warten die anderen. Das heißt, wir können hier gleich mal Gas geben. Na? Oder blockiert da noch jemand unser Gleis? Das kann natürlich auch sein. Mal hier rüberkommen. Ja, der hier. Okay, hier vielleicht noch ein Signal setzen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ja, dann blockiert er hier wieder die Weiche. Das ist natürlich alles nicht wirklich ideal. So, jetzt setzen wir uns in Gang und jetzt steigen wir ein und fahren mit. Wir haben doch schon wieder ein bisschen Überzeit. Sehe ich gerade, aber dann wird die Folge ein bisschen länger. Das Gute ist, ich habe heute tatsächlich Zeit, um auch zu rendern. Ist kein Ding, also wir können die Folge auch ausnahmsweise ein bisschen länger machen. Macht nichts, ich muss nachher sowieso weg, kann den Computer nicht nutzen und in der Zeit kann der Computer in Ruhe rendern. Da stört ihn keiner und da ist wieder Cola zu. Schön. Jetzt München kommt in die Gänge. Was fehlt denn noch in München? Im Prinzip fehlt in München ein Hofbräuhaus. Schön auch die Kirche da rechts. Oder ist das das Rathaus? Das könnte sogar das Rathaus sein, das wir da hingestellt haben. Ein Hofbräuhaus würde ich noch kennen. Ja, ein Oktoberfest. Aber das sind alles Sachen, ich habe, seit wir die Kaserne gebaut haben, einfach ein bisschen Angst, dass wenn wir solche Dinge bauen, dass da wieder irgendwelche Sachen drin sind, die nachher das Spiel zum Absturz bringen. Das ist auch der Grund, warum ich eben kaum was installiere, was mit Gleisen zu tun hat. Also diese Schmalspurgleise zum Beispiel. Ich habe einfach Angst, dass da irgendwas umgeschrieben wird im Spiel drin und je nachdem, wenn man dann was macht, man speichert und am nächsten Tag kann man das Spiel wieder nicht mehr laden. Ich möchte jetzt nicht diese Schmalspurgleise in Verruf bringen, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Das ist ja, sobald man was an Straßen und Gleisen macht, es neigt halt dann einfach zu Problemen. Weil irgendwo haben wir hier auf der Map auch ein Problem, sonst wäre das Spiel nicht abgestürzt. Das hat keiner gesehen. Sonst wäre das Spiel nicht abgestürzt, da beim Bau der Kaserne. Und nachher hat sich ja eben der Spielstand nicht mal mehr starten lassen. Ich musste ja nochmal zurückgehen zum Zeitpunkt, bevor wir die Kaserne gebaut haben, dass ich wieder spielen konnte. Also irgendwas ist da oder liegt da auch im Argen. Ich weiß nicht was, aber ich werde sicherlich davon absehen, künftig jetzt diese Zäune nochmal zu verwenden. Also diese frei ziehbaren, die natürlich schon, weil die haben wir schon, die hatten wir schon in Köln und das Spiel läuft ohne Probleme. Aber diese einzelnen Segmente, die wir da hingestellt haben, vielleicht waren es die. Ich weiß es halt beim besten Willen leider nicht. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dann verwendet man die halt nicht mehr. Wir haben ja auch viele andere schöne Mods noch zusätzlich. So, hier einmal unter der Bridge durch. Und dann im Prinzip der Straße entlang. Ein bisschen mit Abstand. Wir haben auch eine andere Höhe. Glaube ich. Ich glaube, wir sind ein bisschen tiefer als die Straße. Und wir machen hier natürlich eine Abkürzung und nutzen die Gerade, während die Straße ein bisschen kurviger verläuft. Da haben wir gerade die RHB-Schranke gesehen, die runtergegangen ist. Und da hinten steuert noch ein Flugzeug Richtung Heisenberg City, nehme ich an. Da hinten haben wir einen Flughafen. Wir werden dann bei den Flughäfen eh nochmal gucken. Da fehlt nämlich noch ein gewichtiger, nämlich genau der in München da unten. Und was haben wir auf der anderen Seite noch? Da ist ja nochmal so ein Städtchen. Fällt mir jetzt gar nicht ein, wie das andere Städtchen heißt. Ich guck nachher nochmal kurz, die Zeit haben wir, weil wir sind eh gleich da. Aber das war da dazwischen. Ach so, ja logisch, Stuttgart auf der anderen Seite. Jetzt habe ich in die falsche Richtung gedacht. Richtung Osten im Prinzip. Aber wir haben da München, wo wir jetzt gestartet sind. In die andere Richtung, Richtung Westen. Da ist ja dann Stuttgart, dass es da noch einen Bahnhof gibt, einen Flughafen gibt, einen Bahnhof. Einen Bahnhof haben wir da vorne. So, wir fahren jetzt in den Bahnhof rein. Nein, wir haben da natürlich auch einen Bahnhof, aber ich rede ja vom Flughafen. Also von daher, wir haben da noch keinen Flughafen. Jetzt habe ich es richtig. Schön. Cool hier mit der Brücke und allem. Gefällt mir. Und hier haben wir ordentlich viele Gleise. Hier werden wir natürlich auch entsprechend noch was machen.
weil jetzt haben wir, glaube ich, zwei Linien hier. Also das ist definitiv noch zu wenig. So, die Einfahrt. Auch nett, der Bahnhof. Eher was Kleines. Und schön, wie man die Leute hört. Ich mag halt auch die Soundkulisse von dem Spiel. Wenn man dann einfach plötzlich hört, wie die Leute reden, das erinnert mich irgendwie auch an irgendein altes Spiel. Mir fällt nur gerade nicht ein, welches. So, diese Warnungen hier, das sind, glaube ich, alles Züge, die wir... Oh, Bus Stuttgart. Eigentlich habe ich doch... Sag mal, ich habe doch eigentlich den Fahrzeugersatz gemacht. Und jetzt kann man schnell gucken. Gut Lüdersburg, Fahrzeugersatz. Nein, tatsächlich nicht. Okay, aber bei den meisten Fahrzeugen habe ich den gemacht. Sind das neue Linien? Das kann eigentlich nicht sein. Und dann habe ich tatsächlich schon relativ lange den Fahrzeugersatz nicht mehr gemacht. Das kann tatsächlich sein, weil ich viel zusammen aufgenommen habe, also viele Folgen hintereinander. Letztens, das ist jetzt hier wieder eine neue Session. Dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass da irgendwie der Fahrzeugersatz ein bisschen flöten ging. Den schauen wir uns an oder ich schaue mir den an im Off. Und wenn wir das nächste Mal spielen, dann sind alle Fahrzeuge wieder so eingestellt, dass sie auch ersetzt werden. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde jetzt rendern und einkaufen gehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.